Amerikaner wird er nie glauben, dass man das aus Samen macht, aus Liebe macht, aus Freude macht und nicht bei jedem Kanzler, der ans Geld denkt. Ja, die sagen, warum soll der so lange warten, bis der wächst? Da geht einfach ins Gelände und holt die raus, was es gar nicht wahr ist. Der Mexikaner, ja, würde das so machen, aber ich bin ja kein Mexikaner. Aber der glaubt ja das nicht. Die können das nicht glauben, dass man eine Leidenschaft hat und kein großes Geld daraus macht, aber das gut macht und das gut machen will. Die sehen dich ja gleich mal als Gefängnis. Bist du in Mexiko, bist du zuerst verurteilt und dann wird das nachgeforscht. Ne? Wie lange braucht eigentlich sicherweise für das so eine große Kakteen? Diese Riesenkaktus in der Wüste. Ich sag mal noch ein. Hier. Ja, ja, in der Innerwüste. Ja. Diese Riesenkerle da. 4-5 Meter sind ja manche Faktoren. Sind die 100 Jahre oder? Es gibt da ein das Aguaro in Arizona, der im Norden hier wächst und auch in Chihuahua wächst. Das Aguaro, da wissen wir es genau. Wenn das Aguaro 6 Meter hoch ist, macht das seinen ersten Arm, 3 Meter. Da wächst er allein. 6 Meter Höhe und dann kommt da in 3 Meter Höhe sein kleiner Arm raus. Mhm. Und dann ist die Pflanze 80 Jahre alt. 80? Also sind die Hunderte von Jahren. Ja. Und hier die Mexikanischen, die da in der Wüste stehen, diese Candelaber. Ja, die Großen sind da. Ja. 120, 150 Jahre. Wir haben auch 3 Stück, haben wir drin, von den Großen. 3, ja. 2 Großen. Das ist dasselbe wie die Eichen bei uns. Manchmal weiß man gar nicht, wie alt die sind. Die Eichen, Bäume. Ja. Bei den Bäumen ist das ja, wenn man einen Baum umschneidet, kann man es erzählen. Ja. Wenn man einen Kaktus umschneidet, gibt es nichts zu erzählen. No. Es ist also toll. Vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Wenn ihr gerne kommen wollt, dann seid mal. Bist du von Beruf aus Gärtner? Ich bin Zivilingenieur. Ja, ich bin auch Agroingenieur, aber ich habe nie eine Kartoffel angesetzt. Ich habe dieses Agro nur studiert und meinem Vater. Mein Vater ließ mich, als ich war ja schon fertig mit dem Studium, als ich 19 Jahre alt war in Österreich. Aber ich hatte noch keinen Titel. Klar, das dauerte nachher später, dann musste ich die Praxis machen. Und da wollte ich nach München gehen, das war 1969. Ich bin 1950 geboren. Bist du genauso alt wie ich? Ja. 1969, da wollte ich meine Praxis in Deutschland machen und mehr Geld verdienen in Österreich. Und da sagte mein Vater, du kannst hingehen, wenn du willst, wenn du 21 Jahre alt bist. Denn heute muss ich noch für deinen Reisepass unterschreiben. Und da hatten wir in Österreich ein System, um diese fehlende Akademiker, dieses Manko, was wir hatten an Akademikern, aufzubauen. Da sagten die, wenn du zum Beispiel studiert hast, dass du ja bis zum Titel und glaubst, du könntest etwas anderes machen oder glaubst, dass die Richtung verfehlt, dann kannst du in 4 Semestern, also 2 Jahren, einen anderen Titel machen. Du studierst nicht mehr der Mathematik, nicht mehr. Genau. Irgendwas anderes. Genau das andere. Da machte ich genau das andere. Ich werde in Österreich nicht arbeiten. Ja. Studierte diese 2 Jahre Agro und dann fuhr ich nach München 1971. Ich bin 71, im 7. Februar war ich dann 21 und ich glaube am 9. Februar arbeite ich schon. Am 7. Februar hast du Geburtstag? Ja. Ich am 10. Ah, am 24. Er hat gerade Geburtstag gehabt. Wassermänner, das ist ja ein Zufall. Nein, ich bin Fisch. Meine Frau ist auch Wassermann. Die ist, die ist Wilfried ist auch Fisch. 7. März. Ja, also, 7. März. Fische. Mein Vater ist am 17. März. Meine am 30. Meine Enkeltochter am 11.
Meine Tochter am 30. März, alle März, die sind alle im März geboren. Jetzt kommt die Geburtstag. Wir sind alle Februarkinder. Die meisten Geburtstage. Ich sage immer, die Wassermänner, wenn wir nicht wären, würde ja die Kugel nicht mehr rotieren. Sag mal, wie oft musst du die wässern? Wir wässern die jetzt einmal in 14 Tagen. Einmal in 14 Tagen. Und da gießen wir vielleicht zu viel, Wilfried, unsere Kaktus. Und wie macht ihr das? Habt ihr eine Bewässerungsanlage oder mit dem Schlauch? Mit dem Schlauch gießen wir das. Weil das mit der Bewässerungsanlage bei so viel, das ist so kompliziert. Ja. Und jetzt die silbernen, wir haben auch von den silbernen welche. Die brauchen auch kein Wasser. Das sind diese Agaven, die Silber, diese blauen Agaven. Ah, diese blauen, die Tequila-Agaven. Das ist die Tequila-Agave? Das ist die Tequila. Das ist die Tequila. Oder die grüne? No, die blaue ist das. Ach, die blaue, das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Aber Tequila machst du nicht? Wir werden einen Tequila machen. Ich habe blaue Agaven mit einem Schuss von Peyote. Na, von der Droge, der mexikanischen Kaktus. Drogenkaktus, dann gehen wir in den Schuss Peyote rein in den Tequila und dann geht's los. Dann was gibt es, einen Drogenkaktus? Mexiko, der Peyote ist eine starke Droge. Ach. Also kann man auswetschen und dann? Da kann man Blätter schneiden, da kann man zerkauen, ist das sehr bitter. Hat keine Stacheln, ist der Kaktus mit diesem Durchmesser ungefähr. Aber den hast du nicht hier drin? Das ist ja verboten. Ich hab 2000 davon, aber sind noch klein. Aber es ist ja verboten, den zu haben. Das ist der Droge, da kommt man dann direkt mit der Droge in Verbindung. Ja, wir haben in Kelowna, wo wir herkommen, Kanada, wir sind praktisch Haschanbaugebiet Nummer 1. Und zwar haben die Leute alles im Keller. Ausgebaut. Wir hatten mal ein Haus, das haben wir vermietet, so ein kleines Häuschen, und haben mich doch gewundert. Über die ersten Auszogen ist ja alles, was macht die ganze Erde da? Und die nächsten haben weitergemacht. Dann ist die Polizei dahinter gekommen und wollte uns verantwortlich machen. Also ich weiß nicht, was meine Mieter da unten drin machen. Und heute ist es so. Wenn deine Mieter das machen, bist du mir das Haus weggenommen. Ja. Ende. Du bist verantwortlich, du musst das kontrollieren. Ja. Ja. Oh, der ist viel Hasch mit bei uns angebaut. In Kolumbien sind die niedrigsten Strafen für so gebildet. Nochmal die Frage, bei den Agave, wie oft? Ich würde die einmal in der Woche gießen. Ich gebe es dir. Nein, und sie sind ja so dünn, die sind der Größe, aber nur. Man braucht viel Licht, das sollte man einmal gut gießen. Die Kakteen sollte man, die Regel ist ja, man sollte den